Ja, hallo, moin, moin, meine lieben Freunde, herzlich willkommen hier auf meinem Kanal auf Gustav Spielwiese. Heute mit einem neuen Video für euch, und zwar Back for Blood. Das Ganze, ja, in einer Beta-Version. Ich bin einer der Glücklichen, der heute einem Twitch-Stream beigewohnt hat und einen kostenlosen Drop gekriegt hat mit diesem Beta-Key. Das heißt so viel wie, ja, ich kann euch das Spiel ein bisschen vorstellen. Dürfte es auch offiziell streamen selber auf meinem Channel, aber ich habe mich erstmal für ein Video entschieden. Und ich muss sagen, ich weiß jetzt nicht, ob das jetzt, es müsste eigentlich eine geschlossene Beta sein. Deswegen auch die Drops. In der Regel ist es aber so, dass kurz im Anschluss auch eine offene Beta stattfindet. Ich glaube, das ist sogar innerhalb von ein, zwei Wochen der Fall. Auf jeden Fall, Release von dem Spiel ist der 12. Oktober. Das Ganze hoffentlich noch in diesem Jahr. Zumindest ist es so angegeben. Und ja, wie gesagt, Action, Zombie-Shooter, das Ganze im Koop und ja, ähnlich wie Left 4 Dead 1 und 2. Und ja, es wird hier ordentlich Geballer geben, ordentlich Geknalle. Und wir befinden uns hier quasi schon im Startbildschirm, obwohl das hier so unser Basiscamp ist. Aber das ist auch eine kleine Besonderheit hier. Sehr, sehr liebevoll gestaltet das Ganze und mal was anderes. Wie gesagt, wir operieren hier von unserer Basis und wir gehen mal zu unserem, es müsste ein General sein oder ein Sergeant oder weiß der Geier mit seiner Uniform hier. Auf jeden Fall ist das hier der Obermufti. Und wir klicken ihn mal an. Und das ist hier das Spielmenü, wie man das bei anderen Spielen halt so hat. Auf jeden Fall haben wir das hier in Form eines Camps, wo man die ganzen Figürchen anklicken muss. Und hier haben wir schon die ganzen Sachen zur Auswahl. Quick Play, Kampagne versus Quick Play ist klar, schnelles Match, schnelle, ja, gediegene Action. Man kann sich dann jeweils die Abschnitte dann aussuchen, die man vielleicht schon freigeschaltet hat. Kampagnenmodus ist auch klar, man spielt die Geschichte. Und Versus-Modus, das ist halt der PvP-Modus. Da werde ich vielleicht nochmal ein separates Video machen. Mal gucken, wie weit ich dann komme, weil die Beta ist, glaube ich, für 3-4 Tage gültig. Muss man mal sehen. Dann haben wir hier eine auch nettes Feature, nette Besonderheit, die Decks. Und zwar hat man hier die Möglichkeit, Kampagnen-Decks zu erstellen und Versus-Decks. Sprich, Decks. Man kann sich sein eigenes Kartendeck zusammenstellen. Im Moment habe ich hier, wie man sieht, 7 Karten. Und, nee, 8 sind das sogar. Und, ja, das sind Karten, die kann man sich kaufen. Die findet man auch, oder soll man zumindest im Laufe des Spiels finden. Und, jede Karte davon, die man dann für sich aktiviert oder zieht, die hat halt einen speziellen Vorteil. Zum Beispiel hier, diese Salbe hier, plus 30% Heilungseffizienz. Dann haben wir aktuell hier die Vitamine, die ich eben mir gekauft habe, plus 15 Gesundheit. Oder hier Nahkampftötung heilen, 2 Gesundheit. Und ja, das kann man sich dann selber nach Lust und Laune zusammenstellen. Und das Ganze gibt es auch natürlich für die PvP-Variante, für den Versus-Modus. Hier haben wir schon von Haus aus ein paar mehr freigeschaltet. Man sieht sehr, sehr viel Auswahl. Und ja, ein sehr, sehr nettes Feature. Ansonsten haben wir die Nachschublinien. Hier können wir dann, wenn wir dann nach dem Match Ressourcen verdient haben, die hier oben angezeigt werden, können wir dann separat aktuell, was hier zu kaufen ist, auch absahnen. Im Moment habe ich halt die erste freigeschaltet, die Vitamine. Und die Munitionstasche wollte ich mir, glaube ich, auch freischalten. Die habe ich jetzt gerade aktiviert. Dann habe ich sie eigentlich auch in meinem Arsenal drinne. Sollte zumindest. Genau, hier ist sie. Und ja, ich würde sagen, wir werden einfach mal ein kleines Kampagnenspiel starten. Nachdem wir hier nochmal einen kleinen Spaziergang gemacht haben. Das Ganze natürlich wie immer live und ungeschnitten. Ich weiß jetzt nicht, inwiefern hier noch andere Sachen dazukommen. Hier haben wir zum Beispiel einen Kollegen, den können wir auch ansabbeln. Der hat aber die Kampagnen-Decks und die Versus-Decks hier im Gepäck. Das können wir auch natürlich bei unserem Hauptchef hier anklicken. Und drüben war auch noch jemand. Ich glaube, das war die nette Dame hier. Genau. Das wirst du nicht bereuen. Die hat dann hier quasi die Nachschublinien im Gepäck. Aber warum rumrennen, wenn man alles hier quasi vor der Nase hat, deswegen kann man den Kollegen hier direkt anklicken und wir werden einfach mal Kampagnenmodus starten. Wiederauferstehung, glaube ich, ist die aktuelle Mission. Ich habe auch bis dato nur eine Mission gespielt und ja, wir werden das einfach mal hier machen. Komplett Spielersuche sollte eigentlich relativ schnell vonstatten gehen. So, bis zu 4 Leute können in einem Trupp spielen. Das Ganze natürlich auch Crossplay, man sieht das auch hier oben, Crossplay aktiviert. Müsste eigentlich für alle Konsolen, gängigen Konsolen, der Fall sein. Also PlayStation, Xbox gehe ich mal von aus. So, das Team wird auch mit Bots aufgefüllt, zumindest wenn einer das Spiel verlässt. Das hatte ich vorhin gehabt bei dem Spiel, was ich gemacht habe. Wie das jetzt mit der Spielersuche ist, weiß ich nicht. Mach mir echt Sorgen, was als nächstes kommt. Ansonsten können wir hier parallel nochmal die Decks durchgehen.
Profil haben wir hier auch, einen Profil-Button. Der ist für meinen Geschmack ein bisschen spärlich. Man kann hier so ein paar... Ja, so ein paar, wie nennt man das? Banner, Wappen und Titel sich bestücken. Graffitis auch, ja, nettes Feature, aber... Eine Spielerstatistik wäre mir lieber. Vielleicht kommt das ja noch, ich weiß es nicht. Auf jeden Fall, Team ist komplett. So, derweil einen kleinen Schluck aus der Pulle hier. Ein kleines Wässerchen zur Mundbefeuchtung. Und ja, wir befinden uns hier in der ersten Mission. Die Rückkehr des Teufels. Haben im Moment 8 Kollegen hier zur Auswahl. Wir nehmen mal die Holly, mit der habe ich vorhin gezockt. Hier ist schon gleich das Deck. Sichtbar, was wir hier auswählen können. Wir haben ja nur dieses eine Anfängerdeck. Ich hätte mir auch selber noch mal ein paar andere zusammenstellen können. Aber so viele Karten habe ich noch nicht. Deswegen klicken wir mal das Anfängerdeck an. Legen es auch fest. So, wir haben hier dann vom Spiel eine Karte, eine Verderbniskarte nennt sich die. Das ist so eine, ja, Mission, sag ich mal, die man erfüllen kann. Wenn wir hier das Level abschließen zum Beispiel, ohne einer der 4 Cleaner zu verlieren, dann können wir hier 500 Kupfer verdienen. Das ist natürlich sehr schön. Dann haben wir hier eine Starterkarte, die uns ein extra Leben und plus 5 Gesundheit beschert. Also das ist schon mal safe für uns. So, und dann können wir hier von unserem Deck 5 Zufallskarten ziehen. Und von den 5 können wir uns halt eine aussuchen. Also wir können die nicht ziehen, die haben wir halt, diese 5 Zufallskarten. Und hier können wir uns jetzt von diesen 5 Zufallskarten eine aussuchen. Und ja, ich glaube, plus 20 Nachladegeschwindigkeit ist eine gute Option. Die klicken wir mal an. Das Ganze können natürlich unsere Teammates auch machen. Dementsprechend, ja, hat man dann halt hier die Möglichkeit... die Spiele sehr individuell zu gestalten. Socken. Scheiße, was sollen wir bloß tun? So, wir nehmen mal die Schrotflinte. Wir sagen besser Philips Bescheid. Rover 2, hier ist Hope 1. Muster natürlich hier, weil das ja alles live und ungeschnitten ist, alle Cleaner im Bell, und zwar sofort. Verstanden? Ein bisschen den Sound optimieren. Ah, doch, das ist noch ein bisschen zu leise. Machen wir es mal auf 30. Dann ballert das auch ganz schön. So, das war auch das einzige Level, was ich gespielt habe. Das ist halt Mission Nummer 1 von der Kampagne. Ich werde gucken, wie lang das Video jetzt wird. Vielleicht kommen wir einigermaßen gut durch. Ich sehe schon, ich bin aber nur mit Bots gerade zusammen. So, vielleicht bewegen sie sich ja einigermaßen gut. Schauen wir mal. Ziel auf jeden Fall ist es, hier den ersten Safe Room zu erreichen. So, wir gehen mal raus. Guck mal, wie weit wir kommen. Packen wir's an. Eins habe ich jetzt nicht gemacht. Ich habe meinen Nahkampfangriff nicht umgestellt. Der ist jetzt auf der V-Taste. Den habe ich normalerweise immer auf der mittleren Maustaste. Oder sprich auf der Maus-Daumen-Taste. Je nachdem. Aber das muss jetzt erstmal so gehen. So, nichtsdestotrotz werden wir hier ein bisschen ballern. Ich muss gestehen, ich weiß nicht, wie gut und wie schlau die KI reagiert. Auf jeden Fall splattert das hier ordentlich. In alter Left 4 Dead Manier. Hier können wir noch ein paar Sachen einsacken. Überall sind auch Kisten verteilt und Waffen verteilt. Da müssen wir gucken, was wir jetzt alles finden. So, okay, ich würde sagen, wir gehen mal die Treppen hoch. Da ist nochmal ein Sniper, den lasse ich aber erstmal weg. Ich brauche Revolver. Oder eine AK, ne? Oder was ist es genau? Eine RPK. Okay, nee, wir nehmen mal doch die Schrotflinte. LMG hier! Macht erstmal mehr Bock. Haben wir einen Plan? Oder wollen wir mal wieder improvisieren? So, hier können wir auch die Türen aufmachen. Ja, Schrotflinte ballert schon ganz geil. Verbandszeug hier! Das Spiel, wie man hört, ist auch auf Deutsch vertont. Auch sehr, sehr geil. Moni, hier drüben. Das ist schon atmosphärisch sehr, sehr cool, muss ich sagen. Effekte sind Bombe. Hier entlang. Und auf jeden Fall müssen wir gegen diese infizierten, mutantierten Zombies kämpfen. Oh, hier haben wir, glaube ich... Wir wechseln mal. Wir nehmen mal diesen Apparat hier. Richtig schöne Wumme.
So, das ist ein Buchstabe. Können wir nicht nehmen. Da müssen wir hoch. Oh, da ist eine Runde gejumpt. Ja, ich gehe mal davon aus, dass die Geschichte jetzt nicht sehr tiefgreifend sein wird. Wird wahrscheinlich ihren Zweck erfüllen. Seht ihr's? Das ist aber so ein Game, da geht es halt um Koop-Zusammenarbeit und um Gesplatter und Geballer. Und ich glaube, damit sind wir dann auch hier gut bedient. So, ich weiß gar nicht, wo es hier ehrlich gesagt weitergeht. Ach, hier. Okay. So, senke die Brücke, ruf die Horde. Was ist das? Molotow hier. So, mal gucken, ob wir hier noch irgendwas einsacken können. Als würde sich der Kollaps wiederholen. Kommt schon, wir müssen weiter. Cool. Alles einsacken, was geht hier. Wenn es rumliegt, kann man es auch einsacken. So, man hat hier auch rechts, sieht man, nicht nur die Waffenauswahl. Man müsste vielleicht noch erwähnen, dass halt jeder Cleaner sind das ja. Also wir sind keine Überlebenden, wir sind wirklich Cleaner. Wir haben uns freiwillig dazu auserkoren, hier unsere Welt von den Zombies zu befreien. Und jeder Cleaner hat halt seine spezielle Waffe. Oh, jetzt wird es ein bisschen lauter hier. Und natürlich auch seine spezielle Eigenschaften. Letzten Endes in Form der Karten, die man hat. So, jetzt müssen wir gucken, ob meine Koop-Kollegen... Oh, der hat gesessen. Der Scheiß ist giftig. Können wir hier den Draht einsetzen? Es liegt nicht an mir, sondern an dir. So, da müssen wir jetzt ein bisschen hier... Okay. Schwierigkeitsgrad, glaube ich, habe ich den normalen ausgewählt. Man sieht hier schon, es gibt auch immer wieder spezielle Mutanten, die dann andere Fähigkeiten haben, als einfach planlos und hirnlos auf einen zuzurennen. So, die KI scheint bis jetzt auch einigermaßen gut zu funktionieren. Ist jetzt meins. Ah, guck mal, Benzin. Jetzt gibt's Ärger, ihr Widerlinge! Kann man das vielleicht sogar... Wir können mal prüfen, ob das funktioniert. Aha, okay. Und das ist sogar eine Gasflasche, glaube ich. So. Okay, ich hoffe mal, das geht hier lang. Hier lang. Scheint zumindest so. Jetzt haben wir sie geweckt, die Kollegen. Au, oh, das war nicht schön. Aber die Jungs kommen nach. Da wünscht man sich ein paar Granaten im Gepäck. So, da kommt schon die erste Horde auf uns zu da hinten. Jetzt auf jeden Fall Vorsicht geboten hier. Nicht, dass wir nur überrannt werden. Oh, der hat gesessen. So, das ist hier Kämpfen ums nackte Überleben. Wir sitzen fest in der alten. Aber noch haben wir alles souverän gelöst hier. Hey, wo kommen die denn alle?
alle her. Steht zumindest kein Name drauf. So, ich versuche mich mal hier mal ein bisschen abzuseilen. Keine Munition mehr. Eieieiei. Ausdauer immer im Auge behalten. Haben wir hier vielleicht noch Munition? Ne, das ist Scharfschützenmunition. Aber hier ist so eine Kiste. Okay, das sieht gar nicht mal so schlecht aus, bis auf dass wir keine Munition mehr haben. Etwas Licht. Okay, wir haben auf jeden Fall eine neue Wumme. Sturmgewehr. Die Frage ist, wo es hier lang geht. Verbandszeug. Oh, tatsächlich hier lang. Ja, die Levels sind auch ganz schön geil gemacht, muss ich sagen. Oh, jetzt haben wir eine richtig geile Knarre hier. Können wir hier vielleicht mal ein bisschen Rabatz machen? Ich glaube, man kann zwischendurch auch einzelne Visiere finden, die dann beim Einsammeln automatisch dann irgendwie auf die Knarre sich einbauen. So, ich glaube, wir müssen aber hier lang. So, hier ist noch was einzusacken. Ja, auf jeden Fall sehr intensive Mission. Ich will nicht wissen, wie das bei höherem Schwierigkeitsgrad ist. Ja, das war der Schutzraum sogar, glaube ich, ne? Genau, da war ich vorhin auch schon. So, wenn hier ja alle drinne sind, geschafft. Dann machen wir die Butze zu. Und dann haben wir dann sogar die Mission offiziell abgeschlossen, wenn ich mich nicht irre. So sieht das aus. Mission erfolgreich. Ja, da können wir hier noch ein bisschen Vorratspunkte verdient. 18 Stück hatte ich vorhin auch, glaube ich. Nicht ganz so viel. Ja, wir werden aber jetzt nicht weiterspielen. Das sollte es eigentlich für Video 1 gewesen sein. Ich würde sagen, wir gehen einfach mal auf Spiel verlassen. Und ich würde sagen, an dieser Stelle hoffe ich, dass euch das Video gefallen hat. Ich muss sagen, es ist ein sehr, sehr geiles Spiel. Seht ihr's? Darauf hat die Left 4 Dead Gemeinde gewartet, möchte ich meinen. Und ja, falls euch das Video gefallen hat, lasst gerne einen Daumen nach oben da. Wenn ihr Sorgen, Nöte, Fragen habt, gerne in die Kommentare reinschreiben. Ansonsten, falls ihr mich noch nicht abonniert habt und ja, das möchtet, macht das gerne. Ich würde mich freuen, dass der Kanal auch ein bisschen wächst. Werde hier nebenbei auch mein Twitch-Channel nochmal verlinken. In der Regel bin ich aber bei Twitch nicht so aktiv. Ich nutze Twitch eher dann meistens für gelegentliche Teststreams oder so, damit ich dann auch so ein bisschen auf meinen YouTube-Channel aufmerksam mache. In der Regel habe ich nicht ganz so viel Zeit zum Streamen, deswegen alles locker flockig. Wenn ihr Bock habt, könnt ihr aber auch da gerne vorbeischauen. Und ansonsten würde ich sagen, wir machen hier noch einen kleinen Spaziergang durch unser Camp. Ich weiß gar nicht, ob man hier so rüberjumpen kann. Kann man nicht. Da kommt vielleicht noch einiges dazu. Mal gucken, was zu Release alles noch irgendwie dazukommt. Und ja, in diesem Sinne würde ich sagen, check das aus. Sergeant Gustav ist raus. Bis zum nächsten Mal und viel Spaß beim Zocken. Bye, bye.